CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja eine muntere Debatte, die wir da aus Nordrhein-Westfalen heute hier in Berlin führen. Wir sind immer noch der Bundestag und nicht der Landtag. Auch, liebe Kollege Hasselmann, ich freue mich, dass Sie sich zu verkehrspolitischen Themen erstmals äußern. Herzlich willkommen in der Verkehrspolitik heute Vormittag im Deutschen Bundestag. Wir haben vielleicht zur Erinnerung, und der Kollege Bartol hat es ja vorhin angesprochen, übereinstimmend in der letzten Periode, fraktionsübergreifend uns mit diesem doch sehr komplexen Thema auseinandergesetzt und einen sehr guten Kompromiss gefunden, in dem sich am Ende alle wiedergefunden haben. Und all die Positionen, die wir heute diskutieren, lagen damals 1:1 auf dem Tisch. Es ist also nichts Neues. Und dieses Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das erlaube ich mir jetzt auch als Kommunalpolitiker zu sagen, hat zumindest bei mir den Praxistest bestanden, weil man über einen guten Nahverkehrsplan, bei dem man sich natürlich Zeit nehmen muss und viel diskutieren muss in den kommunalen Gremien, am Ende Verkehre organisieren kann, und die können eigenwirtschaftlich sein. Das funktioniert, das wollten wir damals so, und so werden auch wir in weitere Gespräche dazu gehen. Nur, liebe Kollegin Kassner von den Linken, der Angriff, den Sie so dargestellt haben, auch Sie, liebe Kollegin Hasselmann, der Angriff der Privaten auf die Kommunen in der Form, wie Sie es beschrieben hat, der findet derzeit nicht statt. Die Zahlen, und das bitte in aller Ruhe, die Zahlen sagen anderes. 27 Mal ging es von Privat an Kommune und nur ganz selten. Und da gibt es nun mal das Beispiel Pforzheim, das von allen rauf und runter dekliniert wird, andersrum. Wir sollten also ein bisschen ruhiger in dieser Debatte damit umgehen, vor allem, weil wir doch wissen, dass wir in dem Gesetz, lieber Sören Bartol, damals auch in verantwortlicher Position Sozialstandards regeln können. Ich verweise auf die Vorabbekanntmachung des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit 13 Absatz 2a PBFG. Er nickt, er weiß ganz genau, dass an dieser Stelle Sozialstandards geregelt werden können. Man also kein neues Gesetz braucht, um das zu regeln, was hier geregelt werden soll. Man muss ein Gesetz umsetzen, aber nicht immer reflexartig nach einem neuen Gesetz rufen. Ich will jetzt auch nicht über Bürokratiemonster und Nebelkerzen und sonstige rot-rot-grüne Träume, lieber Kollege Hartmann, reden. Ich sage nur eines. Wir haben die Möglichkeit, auf Landesebene die Dinge so in den Griff zu bekommen, und so schreibt es ja auch der VDV, der jetzt nicht verdächtig ist, hier in einer besonderen Nähe zu uns zu stehen, dass es keine Probleme gibt. Nämlich wie in Bayern, indem man Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt. Und da kann ich nur Richtung Nordrhein-Westfalen oder Richtung Brandenburg sagen, rot-rot, rot-grün, dann erklären Sie doch die Tarifverträge für allgemeinverbindlich, dann haben Sie das Problem nicht. Dankeschön, Horst Seehofer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der weitere Antrag kann ja nur unter dem Aspekt, ich ziehe jetzt was auf, verstanden werden. Denn Regionalisierungsmittel im Schienenpersonennahverkehr 8,2 Milliarden. Der Kollege Dont hat es gesagt, noch nie so viel Geld, noch nie so viel Geld in den Schienenpersonennahverkehr. Wir haben die Zahlungen
mit 1,3 Milliarden Entflechtungsmittel. Wir haben GVFG-Bundesprogramm weiterhin 330 Millionen erhalten. Lieber Enak Ferlemann, der Hinweis vorhin beim Schienenlärmgesetz, dass es noch nie in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine so erfolgreiche Verkehrspolitik gegeben hat wie diese, ist richtig. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, an dieser Stelle jetzt irgendetwas rumzumäkeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir glauben derzeit nicht, dass man mit irgendwelchen kleinen, schnellen Maßnahmen bei einem sehr komplexen Thema etwas ändern muss. Man kann ein Gesetz umsetzen, dazu fordere ich die Länder auf. Man kann Tarifverträge allgemeinverbindlich erklären, dafür sind die Länder ebenfalls zuständig, dazu fordere ich auch die Länder auf. Und dann die Bitte an die kommunalen Gremien, nutzen Sie die Möglichkeit des Nahverkehrsplans, er bietet unendlich viel. In diesem Sinne bin ich sicher, dass wir weiterhin den öffentlichen Personennahverkehr stärken mit einem ausgewogenen, sehr guten Personenbeförderungsgesetz. Herzlichen Dank. Birgit Kömpel hat jetzt für die SPD-Fraktion